Moin Leute, da melde ich mich mit dem 33. Teil Schwarze Schar MC Kriminelle Vereinigung. Ja, ein Thema, das für viele Motorradclubs schon ein Problem dargestellt hat. Und zwar das Thema Support bzw. Support Clubs. Jetzt könnte man sagen, man würde denken, dass ich hier nebenbei aufräume, hätte ich vorher machen können. Im Support ist Unterstützung. Und wir als Club und viele andere Clubs auch sind darauf oft angewiesen. Es ist erstens eine Geldmaschinerie mit diesen Support the Fat Mexican, Support Red and White und so weiter. Und fast alle Clubs, die was auf sich halten, haben irgendwie Support-Klamotten und Zeug von Alkohol, Zigaretten, T-Shirts, Pullover bis hin zu Klimbim, Feuerzeug und einer Vase, keine Ahnung. Gibt es allen möglichen Kram. Und damit kann man Geld generieren. Da verdienen einzelne Personen dran oder beziehungsweise der Club sollte generell dran verdienen. Es gibt einfach viele, die sich dann das zulegen. Das ist kein unerheblicher Teil. Ihr werdet euch wundern, wie viele Leute dann doch sowas kaufen und sich dann das anziehen. Aber in dem Support ist natürlich ein Supporter grundsätzlich, der sich das nur so kauft übers Internet und sagt, okay, finde ich mal geil, geile Optik, geiler Totenkopf, geile Farbkonstellation, kaufe ich. Der kauft sich dieses T-Shirt, trägt das zu Hause, hängt sich mit einer Flasche Bier über den Gartenzaun und sabbelt mit seinen Nachbarn und macht einen harten und sagt hier, guck mal, ja, und ich kenne die fast, weil ich habe im Internet da mal eine Reportage gesehen bei Spiegel TV oder so. Da liegt viel potenzieller Ärger in der Luft, weil viele sich, die auch diesen Support-Kram kaufen, glauben, dass sie irgendwie dazugehören, nutzen diese Symboliken, nutzen diese T-Shirts und so, um irgendwo, sei es in der Disco, am Gartenzaun oder beim Schlachter, dass sie irgendwo dann mit das suggerieren, dass sie dazugehören, dass sie ganz harte Typen sind und so weiter. Das Problem ist bei den Support-Klamotten, nicht alle Clubs in Deutschland und auf der Welt sind sich einig, dass wir uns alle lieb haben und dass wir eine Koexistenz ganz cool finden. Sondern es kann auch sein, dass jemand mit einem Support-T-Shirt irgendwo hingeht, in eine Region, wo ein anderer Club das Sagen hat und dieser Club den Club scheiße findet und so weiter, dass dann so Support-Klamotten runtergerissen werden, dass die Leute angegriffen werden, dass sie abgezogen werden und so weiter. Also da ist viel Potenzial drin. Ich glaube, dass die größte Thematik, die ich mitbekommen habe, auch bei den Clubs, mit denen wir zu tun hatten, war dieses, dass Support-Clubs und auch Supporter viel Ärger bringen können. Grundsätzlich ist es ja so, dass sich viele der Herren, die in diesen Clubs sind, sich als was Besseres fühlen. Dazu gehörte ich. Ich gehörte zu denen, die gedacht haben, niedere Arbeiten sind nicht so meins, das dürfen andere machen. Und wenn sie dem Club und mir gefallen wollen, dann sollen sie erstmal diese niederen Arbeiten erledigen und dann können sie irgendwann vielleicht mit uns spielen. Das heißt, man möchte rein theoretisch auch Support um sich herum, einen Support-Club oder Supporter, dass diese Aufgaben erledigt werden, dass sie die Dinge kaufen, dass man Mannstärke hat, dass man zeigt, okay, wie viele wir sind, das ist wichtig. Es wird oft abgescannt, okay, kriegt dieser Club genug Leute auf die Straße und sind da genug harte Typen dabei? Und damit meine ich immer nicht so, ja, ich bin jetzt hier Bodybuilder, ja, das heißt, gut, du kannst Gewichte schieben, aber deswegen bist du noch nicht hart. Aber grundsätzlich geht es ja erstmal um das Darstellen einer gewissen Masse, ja, also, und das ist das. Das gehört mit dazu. Es gibt dann Clubs, die haben höchstens 7, 8 Member oder so, aber haben dann Support-Club von 30, 40 umherum, haben dann noch eine Crew um sich herum, also die dann zum Beispiel kein Motorrad fahren oder sonst irgendwas oder nur Support irgendwas, die dann, der Club hat vielleicht 7, 8 Member, aber drumherum ist eine Gefolgschaft von 50, 60 Leuten und das ist natürlich eine schlagkräftige Sache, die man da auf die Straße bringen kann, besonders in den Milieukreisen, wo es dann halt um
Drogenhandel, Prostitution, Tattoo-Läden oder Gastronomie geht oder Schutzgelderpressung, all diese möglichen Dinge. Da braucht man natürlich auch Leute, die in der Tür stehen oder einen Vertrieb für Drogen machen und so weiter. Aber da haben sich viele Clubs auch schon mit angeschissen. Bei uns war das dann halt so, in der Party vorher habe ich ja erzählt, dass ein paar Jungs da zusammensaßen und gesagt haben, ja Mensch, geil, wir fahren auch ein Motorrad und geil, endlich gibt's hier einen richtigen Club. Und die sind vorher nicht warm geworden mit den Strukturen, die da waren von dem Prospektstatus Gremium oder Bad Seven und dann nachher Black Paradise. Und die waren sowieso in meinem Tattoo-Laden bei unserem Vizepräsidenten immer tätowieren und es gab da so seichte Verbindungen. Es sollte dann irgendwann dazu kommen, dass es heißt, ja, Philipp und so weiter, lernen die mal kennen, die sind über einen Tattoo-Laden gekommen. Und ich grundsätzlich muss schon sagen, wir haben schon immer mal so Ausschau gehalten danach nach Leuten, okay, wer könnte irgendwann zu uns passen, ja. Ich weiß, die Clubs sagen immer alle so, ja, bei uns bewirbt man sich nicht oder wir als Club schauen nicht nach Membern aus, sondern bei uns muss man sich bewerben und beweisen und so weiter. Ist leider Bullshit. Ich habe es bei ganz vielen Clubs mitbekommen, dass sie schon aktiv auf Leute aus gewissen Milieus und Kreisen, Kampfsport, Kraftsport, ehemalige Militärs oder sonst was, auf die zugehen und sagen, Mensch, wäre diese Sache nicht was hier für dich? Komm, guck es dir doch mal an und so weiter. Also da muss man so diese Show im Internet so ein bisschen trennen von dem, was wirklich hinter den Kulissen abläuft. Also es wird schon um Leute geworben. Auch wir waren achtsam zu gucken, okay, gibt es hier irgendjemand, der zu uns kommen kann? Und da habe ich die kennengelernt, dann hatte unser Vize gesagt, Christian hat dann gesagt, ja, komm mal vorbei im Laden und so weiter. Ich habe da ein paar Jungs und die würden gerne sich irgendwie engagieren und so weiter. Da habe ich gedacht, gut, kann nicht schaden. Ich habe dann relativ schnell die Jungs kennengelernt, die waren sich aber nicht, die kannten sich auch nicht alle so untereinander. Das waren diese fünf erstmal, die da sozusagen zusammen gestartet haben. Und ich habe die dann alle kennengelernt und das ist gar kein persönlicher Diss, aber da war jetzt nun niemand dabei, wo ich gesagt habe, ja, mit dem könntest du jetzt in den Krieg ziehen. Ja, wir waren immer latent in Kriegsgefahr, wir als Schwarze Schar, um unser Gebiet zu verteidigen gegen gewisse Banden, Türsteher, Streetgangs und andere Motorradclubs, waren wir schon irgendwie im Dauermodus, irgendwie in der Kriegsvorbereitung und durften da dementsprechend auch nie Schwäche zeigen. Ich habe die Jungs dann kennengelernt, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon fast alle Motorrad fuhren. Ich glaube, nur einer nicht, aber war dann schon bei dem Motorradlappen dabei. Ich habe die dann kennengelernt im Laden. Und wisst ihr, dadurch, dass ich vorher schon, sage ich mal, so 12, 15 Jahre im Rechtsextremismus unterwegs war, habe ich mich nachher nicht mehr beeindrucken lassen von jemandem, der ein schwarzes T-Shirt, schwarze Jacke anzieht, schwarze Schuhe, schwarze Hose, schwarze Brille und dann auf mich zukommt und dann hier so einen Achselgang hat. Jeder, der einigermaßen mal im Milieu unterwegs war, der erkennt seine Schweine am Gang. Also ich erkenne bis heute, wenn ich die Straße lang gehe, erkenne ich Gewalttäter. Hashtag kenne ich, könnt ihr mal gerne reinschreiben, wer das noch alles kann. Ich sehe grundsätzlich schon sehr, sehr schnell, wer was drauf hat und wer nicht. Die Quote würde ich schon bei 80% anlegen, dass ich das relativ gut, also 4 aus 5 würde ich schon nach meiner Meinung sehr, sehr gut erkennen. Ich erkenne aber auch Blender. Ja, ich erkenne Leute, die über Gewalt sprechen und Gewalt nie geatmet haben, ausgeübt haben oder selber mal bekommen haben. Das erkenne ich schon relativ schnell. Und hier war schon bei dem ersten Treffen im Tattoo-Laden, war mir klar, dass ich gesagt habe, die haben bei uns keine Chance. Also, das wäre jetzt vergeudete Zeit und auch das gibt es, um jetzt hier einen Einblick wieder zu geben, auch das gibt es bei gewissen Clubs, die Leute aufnehmen, die Geld haben, die lassen die schwer Geld bezahlen oder lassen denen nachher Motorräder überschreiben oder sogar Immobilien und sonst was. Ich habe da einiges erlebt. Die dann damit geködert werden, ja, du wirst das schon bei uns schaffen und so weiter. Aber jedem war klar, dass sie es nicht schaffen werden, sondern dass die da 2 Jahre Prospektzeit machen, dann in der Zeit irgendwie 50.000 Euro verlieren. Und du darfst nicht vergessen, wenn du dich da als Prospekt bewirbst oder in einen Support-Club willst oder sonst irgendwas und da wittern Leute Geld, dann wollen viele in diesen Clubs an dein Geld.
Die können dir Freundschaft vorgaukeln und sagen, ja klar, ich drück dich da durch, dann wirst du Member, dann kriegst du auch die Kutte und so weiter. Aber Digga, das ist schon schwer, dass ich das für dich mache. Weißt du, könntest dich dann schon erkenntlich zeigen. Ja, weiß ich nicht, ich würde dir dann sonst Geld geben. Nein, 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 Digga, nein, kein Geld oder so. Aber ich habe da so eine Geschäftsidee, weißt du, da suche ich noch einen Finanzier. Ja, was für eine Idee hast du denn? Und sagst du, ja, Mensch, da geht es um Immobilien da und da und ich bräuchte nur jemanden, der ein bisschen Startkapital hat. Ist alles abgesichert mit Anschlag. Ja, also beim Notar darf keiner auftauchen, weil ich gesagt habe, es ist Eigenkapital und so weiter. Aber oh, und wir sind ja sowieso bald Brüder und Brüder darf man ja nicht betrügen und dann würde ich auch aus dem Club fliegen und so weiter. Und ich verspreche dir jetzt ja hiermit, dass du jetzt wirklich in 1,5 Jahren Clubbruder wirst. Und du weißt ja selber, mit dieser Immobilie, das wäre mir so wichtig, weißt du, einen kleinen Start und na und... weißt du, ich geb dir mein Ehrenwort, ne? Ich schwöre aufs Patch, ich schwöre auf mein Leben, ich schwöre auf und so weiter und dann, boah, freue ich mich und komm, ach komm, lass uns schon mal, komm, Digga, Bruder, das fühlt sich doch schon gut an, wenn das in 1,5 Jahren soweit ist und wenn du mir jetzt noch die Anstoßfinanzierung für 115 gibst, dann ist das safe. Ja. Und dann kannst du deinen Tacker nehmen und dann nimmst du den Handschlag und dann nimmst du den und dann tackerst du dir den schön gegen die Wand und dann wirst du nach einem Jahr aus dem Club rausgeschmissen und dann kommst du und sagst irgendwann, ja, dann ist das 115.000 Euro Lehrgeld. Gibt es auch in kleineren Beträgen, gibt es auch in größer? Okay, also viele haben sich auch schon Prospects reingeholt oder sonst was und was versprochen oder auch zu Membern gemacht, weil sie sich davon ein Clubhaus versprochen haben, weil die ein geiles Gelände haben, weil die viel Geld haben, weil die Connections haben, weil die ein Autohaus haben oder sonst was. Ich habe da die wildesten Sachen erlebt, warum Leute Member geworden sind. Jemand ist mal zu einem, sollte zum Member gemacht werden, weil der ein Autohaus hatte und der konnte alle möglichen Autoverträge, teure Autoverträge relativ für kleines Leasing und so fertig machen, hat sich da dementsprechend eingeschleimt, wo ich gedacht habe, alter Falter, ey. Also da gibt es bei vielen Clubs, da ist jegliche Moral über Bord gegangen. Auf jeden Fall war mir klar, Digga, das wird nichts, das weiß ich, das sind keine für uns und so. Und dann hatten wir eine Clubsitzung. Aber du willst die Jungs ja auch nicht vor der Tür stehen lassen, einfach nur ein Support-T-Shirt. Die wollten einen anderen Status, als wenn jemand nur ein Support-T-Shirt kauft. Ein Support-Club ist natürlich, gibt es erstmal auch Strukturen und die dann auch dem Club angegliedert sind. Ein normaler Supporter, der ein T-Shirt kauft, der hat von dem Club nichts zu erwarten. Der Club erwartet zwar von ihm, dass er sich dementsprechend, wenn er die Klamotte anhat, sich dementsprechend gut benimmt. Hat man aber keinen Einfluss drauf, hat es schon viele, viele Gewalttaten gegeben, weil Leute sich mit diesen Clubklamotten dementsprechend scheiße oder daneben benommen haben und so weiter. Ich weiß gar nicht, das gebe ich ganz ehrlich zu, ich habe das in meiner Erinnerung nicht so hundertprozentig drin, wer im Club bei uns dafür oder dagegen war. Wir waren ja basisdemokratisch, bei Gleichstand hatte ich als Präsident eine Stimme mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch Gegenstimmen gegen das sogenannte Seestadt-Korb gegeben hat. Seestadt-Korb hieß dieser neu aus dem Boden gestampfte Support-Club. Ich kann das Bild nochmal kurz zeigen und zoome ich da nochmal ein bisschen ran. Hier sieht man das, so sieht das aus. Präsident, ich weiß gar nicht mehr, was steht denn alles drauf? Oh, V-Präsident, Seestadtchor, Schriftführer und Kassenführer. Ja, also, das wurde dann auch in unserer Schriftart auseinander, ohne das Silber, Weiß, Schwarz. Wurde das aus dem Boden gestampft und was das Lustige war, da erinnere ich mich sehr, sehr genau dran, dann wurde was entworfen für die Rückseite, das hat natürlich der Christian aus dem Tattoo-Laden alles übernommen, da wurde was entworfen für die Patches und so weiter, dass sie dann auch als Crew und so weiter zu erkennen sind. Und ich meine, du bist zu fünft oder zu sechst, da kam nachher noch jemand dazu. Und dann gab es ein Gerangel darum, wer Präsident ist und Vizepräsident. Du musst dir vorstellen, also du hast erstmal nichts zu melden. Das tut mir leid, muss man einfach so sagen. Also wir haben uns schon viel zu überwichtig genommen. Ja, ich finde sowieso schon dieses mit den Ämtern so deutlich, war mal Präsident und so weiter, finde ich eher peinlich, heute sowas zu erzählen. Und da gab es ein Gerangel um Präsident, Vizepräsident. Also ich meine, wir reden davon, 5 Leute, 6 Posten. Ne? Und
Die haben sich dann gegründet und ich hab nur eine kurze Rückansicht. Das ist ja hier nochmal vor dem Clubhaus, wie wir da alle stehen. Dann mit dieser neu aus dem Boden gestampften Support Club. Und so sah das von hinten aus. Ich habe kein anderes Bild mehr von deren Color wie das hier. Das wurde dann hier vorne rechts stehe ich. Hier vorne, der so blöd zur Seite guckt mit seiner Polizistenbrille. Und hier sieht man dann das Color von dem Seestadtchor. Da gab es dann auch Diskussionen drüber, da haben sich dann wieder irgendwelche kleinen Clubs auch gemeldet. Wir waren selber ein kleiner Club, haben sich irgendwie gemeldet. Ja, das ist ja ein Dreiteiler, also Dreiteiler heißt hier, ne, der Top Rocker, so wird er genannt, der Center Patch und der Bottom Rocker, aber hier ist kein MC-Schild und so weiter. Dann steht hier, ne, Seestadtkorps S19. Ich glaube, da war eine Axt und ein Morgenstern und so als deren Logo. S19 Supporter, wurde auch nicht groß Mühe gegeben. Viele hatten auch gar keinen Bock drauf. Ja, und dann haben die diese Kutten bekommen, dann mit ihren Ämtern vorne, aber kein MC rauf. Da haben sich andere gemeldet und gesagt, ja, so einen Dreiteiler zu tragen, das ist ja auch eine Frechheit. Wie könnt ihr einfach irgendwelchen Leuten einen Dreiteiler, ja, ihr habt euch schon einfach gegründet mit als MC. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja, was wir in unserer Stadt machen, scheißegal. Und wenn wir hier 100 Leuten eine Kutte verteilen, ist das unser Ding. Jetzt kümmere dich um deinen Scheiß, Alter. Aber wenn ihr nicht um euren Scheiß kümmern möchtet, sondern ihr wollt diesen Kanal auch supporten, dann könnt ihr das machen. Und zwar Werbung. Hier bei ZEC Plus, alles rund um Sport, Eiweiß, Attacke. Ich bin auch wieder voll dabei. Ich hoffe, ich bleibe verletzungsfrei mit Philipp 10, 10%. Dankeschön und Support. Und wer gerne grillt nach dem Sport, der darf Beef Bandits mal ausschenken. Gibt es richtig geile Qualität mit Philipp 10. Könnt ihr 10% sparen. Dankeschön. Und natürlich bei King unter den Kongs gibt es das Buch mit Signatur, Spiegel Bestseller. Und könnt ihr euren Kaffee aus der Kaffeetasse trinken von King unter den Kongs und T-Shirts und so weiter. Wenn ihr supporten wolltet, dann nicht. Aber wir sind eh eine Crew, aber ohne Präsident. Ansonsten, wer mich mal live sehen möchte oder zu einem Vortrag buchen möchte, geht auf Extremismus, Prävention gegen Rechtsextremismus, in der Anti-Gewaltarbeit, Impulsvorträge bei Firmen, Fortbildung und so weiter, geht auf extremismus.de. Dankeschön. Oder philipp-schlaffer.de. Dankeschön. Werbung Ende. Und so ist das Buch weg. Dankeschön. Also, so sah das dann aus. Und dieses Team, das wir da hatten, das war das beste Beispiel dafür, gib kleinen Leuten irgendwie eine Uniform und Macht. Ich erinnere mich nicht an eine richtige Unterstützungsaktion dieser Jungs. Es tut mir leid. Es darf sich gerne jemand, der dabei war oder aus dem Umfeld, darf gerne anonym unter dem YouTube-Video schreiben. Das Ding lief von Anfang an scheiße. Und Scheiße ist noch so dermaßen geschönt, dass ich gar nicht weiß, wie ich das anders in Worte fassen soll. Die haben dann diese Kutten bekommen. Die haben dann auch eine Clubsitzung sogar ab und zu gemacht, wo ich mich gefragt habe, okay, klar, gehört mit dazu. Und schon nach der ersten Clubsitzung, wo dann die Ämter verteilt waren, wir haben die Ämter sozusagen verteilt. Wir haben gestartet und haben gesagt, pass auf, der und der sehen wir als fähigste Person an. Der ist erstmal euer Boss und alles andere könnt ihr die Patches darunter verteilen. Hier, wer als erstes einen Patch findet, der soll sie dann suchen. Nach der ersten Sitzung gab es dann schon die ersten Anträge, Präsident absetzen, die und die Ämter hin und her wechseln. Und ich hatte nach der Gründung von diesem Club, hatte ich die nächsten 4 oder 6 Wochen fast jeden Tag damit irgendwas zu tun. Ich hatte so viel Streit innerhalb des Clubs mit unserem Sergeant und mit unserem Vizepräsidenten, hatten wir Streit untereinander, weil ich die Jungs nicht mehr ertrage. Ich konnte denen nicht mehr zuhören. Wenn wir eine Party gemacht haben, dann sind die schon einen Tag vorher nicht gekommen, die sind nicht einmal einkaufen fahren gekommen. Die sind am Tag der Party, wenn ich gesagt habe, ja, wir brauchen noch jemand, der draußen die Feuertonne Holz nachlegt, dann hat der von dem Support-Club hat dann der Präsident dem Vizepräsidenten das gesagt, der Vizepräsident hat dem Kassenführer das gesagt, der Kassenführer hat dem Schriftführer das gesagt und der ohne Amt war, hat gesagt, ich habe wohl keine Zeit. Digga! Das war so fürchterlich! Das war so fürchterlich! Und wenn wir gesagt haben, okay, wir haben sowieso einmal die Woche Meeting, aber ihr müsstet alle 2 Wochen dabei sein, so einfach, dass wir das besprechen, welche Abläufe, welche Themen sind und wir müssten dann irgendwo zu Besuch hinfahren und so weiter. Und dann ging es auch darum, ja, wie kommen wir denn hin? Das heißt, jetzt musste unser Road-Captain noch mit organisieren, dass die noch in Autos mitkommen oder mit Motorrädern oder überhaupt kommen und zur Clubsitzung. Und da kann ich nicht, dort kann ich nicht. Und da bellt mein Hund und da macht meine Frau ihre Nägel. Da muss ich zu Hause aufs Haus aufpassen und so weiter. Es war ein riesen Debakel.
du hast was gemacht mit Leuten, die du halt nicht kanntest und die dir gedacht haben, okay, ich spiele jetzt mal Rocker. Die das mit einer Ernsthaftigkeit gar nicht gesehen haben, weil es ist für die Leute, die es als 1% erleben, es ist ernst, es ist deren Leben, es war mein Leben. Und die haben das so, ich wollte alle Vorteile haben, ich will den Harten machen, ich will in Schwarz rumlaufen, ich will zu einer Gang dazugehören, wenn mir was passiert, dann kommen alle anderen 20 und so weiter, aber ich will dafür nichts geben. Es hat mich fuchsteufelswild gemacht. Ich könnte mich jetzt noch maßlos über die Leute aufregen, wisst ihr, das sind so diese Gespräche so vorher, die du, okay, bevor man die dann aufnimmt und so weiter, dann sprichst du ja mit denen und sagst, okay, die und die Regeln gibt es, da und da muss man sich zu halten, es gibt dann diese Schweigepflicht und man muss sich gerade machen und so weiter und die ganzen Regeln hier, belüg nicht deinen Bruder und beklau den Club nicht und so weiter und man muss da und da hinreisen und sich vorstellen und so hat man sich zu benehmen bei einer Party und ja, da denke ich immer, ob die so Mikro, so Mini Ohrstecker drin und dabei Hardcore-Techno hören oder sowas und dann von deinen Worten gar nichts hören. Das war, glaube ich, das Seestadtchor, ich kann es sagen, war, glaube ich, das kürzeste Intermezzo eines Supportclubs, das wir je hatten. Oder das ist, ich glaube, es gab schon viele kurze Supportclub-Intermezzos, weil du holst die Leute rein, die du einfach nicht kennst. Die kommen mit schwarzen Klamotten, machen einen auf hart, fahren dann mit ihrem Motorrad vor und das wirkt erstmal auf dich und sagst, ja, gut, stabil. Aber es kann auch jemand 2 Meter groß sein und 130 Kilo wiegen und eine beachtliche Person darstellen oder sonst was, kann aber innen drin trotzdem eine Maus sein. Ja, und unzuverlässig und faul und alles Mögliche. Und das war ein sehr, 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 sehr negatives Erlebnis. Und es kam dann auch dazu, das lief dann eine Zeit lang. Ich hatte sonst nicht so viel mit denen zu tun. Es war es mir auch leid, die sind auch nie ins Clubhaus gekommen. Einige von denen habe ich dann mal alle 4 Wochen irgendwie im Clubhaus gesehen. Ich ging ja nur 6 oder 8 Wochen. Ich weiß, vielleicht ging es auch 3 Monate. Ich muss mal kurz überlegen. Ging das so lange? Wirklich sage ich, weil das habe ich so weit aus meinem Gehirn verdrängt, weil das war so, so kräftezehrend, dass ich das wirklich schwerst verdrängt habe. Es gab dann auch einen Anlass, es gab Ärger an ganz unterschiedlichen Fronten, das habe ich angedeutet. Es gab immer mal wieder Ärger mit Türsteher, mit einer Türsteherfirma aus Schwerin, mit der wir uns immer wieder angelegt haben. Da gab es viele persönliche Befindlichkeiten auch. Wir fanden die scheiße, die fanden uns scheiße. Und wenn man jemanden scheiße findet, man trifft aufeinander, wenn man sowieso auf Testosteron, Alkohol oder Drogen ist und so weiter, dann bricht das schnell aus einem raus. Besonders wenn du das Gefühl hast, der andere nimmt dir ein Geschäft weg. Ja, viele hatten ja das Gefühl, wir haben den Geschäfte weggenommen. Und das haben wir mit Sicherheit auch. Und das ist dann ja schon mal sowieso für viele ein Thema, dann loszumarschieren. Und gab es natürlich auch immer das Anecken mit anderen Motorradclubs, weil wir diese Regel aufgestellt hatten, okay, wenn alle hier so einen Harten machen uns gegenüber, dann heißt es, wer bei uns in die Stadt reinfährt, der hat sich anzumelden. Keiner fährt bei uns in die Stadt rein und wir waren ein beliebtes Ausflugsziel für Motorradfahrer mit Kutte. Weil der Wismarer Hafen sehr, sehr schön ist, ist ein schönes Ausflugsziel für ein Fischbrötchen und ein Alster oder ein Glas Wasser oder sonst was, kann man gut essen, kann man gut verweilen und dann haben wir gesagt, ja, so, pass auf, keiner fährt bei uns rein, ohne sich anzukündigen, hier ist unsere Telefonnummer von unserem Sergeant, egal wer hier mit Kutte reinfährt, der mit einem Dreiteiler, das heißt Motorradclub, nicht Motorradfreunde oder irgendjemand, der Motorrad fährt, scheißegal, sondern jemand, der zu einem MC gehört, der hat sich anzumelden. Ich will wissen, wer hier unterwegs ist und das ist einfach eine Respektsache, wie man das macht. Wir selber haben uns an diese Regeln auch gehalten, wenn wir irgendwo reingefahren sind, von Clubs, die wir respektiert haben, zumindest wenn wir Richtung Lübeck, Schwerin, Rostock und so weiter und natürlich auch Richtung Hamburg oder Berlin oder sonst was unterwegs waren, haben wir das dementsprechend angekündigt. Und das war uns auch wichtig. Aber da gab es natürlich auch mal Knatsch. Finden nicht alle scheiße, nicht alle halten sich da dran und so weiter. Und wenn du dann so eine Ansage verteilst und jemand hält sich nicht dran, dann musst du auch hinfahren und dich gerade machen. Ich habe das, glaube ich, die Geschichte mit den Borns aus Rostock schon mal erzählt hier in dieser Story.
Und also in dieser Playlist. Und da gab es dann immer wieder, und dann muss natürlich, okay, du willst ein Support-Club sein, du willst irgendwann einen MC hinten drauf haben, du hast einen Dreiteiler, hast eine offizielle Struktur. Wenn es dann Ärger gibt, dann beweg auch deinen Arsch. Das ist hier ein scheiß 1%er-Club. Ja, das ist hier nicht Ringelpiez-MMM, Freunde, wobei ich die heute mehr respektiere, die Motorradclubs, die sich nicht dazu zählen, die Motorrad fahren und Musik hören, feiern und zusammen ihr Leben verbringen. Aber damals aus der alten Denke war das heraus, man musste ich auch gerade machen. Habe ich ja gedacht. Naja, da gab es einen Vorfall, wo wir uns dann auch wieder treffen wollten. Da sollte es dann relativ spontan zu einem Treffen kommen. Ist nichts Dramatisches. Aber dann wurden die Jungs, da waren wir im Clubhaus und dann wurden die Jungs dann auch angerufen und gesagt, ihr müsst mit dazukommen, alle mit, bringt irgendwie Schlagring, Schlagstock oder Messer einstecken, alles mitbringen und so weiter. Ja, da sind die Grünen angelaufen. Aber bei uns im Clubhaus. Die hatten schon Angst davor, wie wir allein im Clubhaus durchdrehen, wenn wir da gleich hinfahren. Da sind denen schon die Knie geschlottert, da schlotterten schon die Arme und dann wussten die gar nicht, da wussten die gar nicht, oh, weiß ich nicht, das habe ich mir nicht vorgestellt. Ich dachte, es geht hier um Motorradfahren. Jetzt geht es ja hier auf einmal um Gewalt und was heißt eigentlich dieses 1%er-Zeichen? Digga, ich bin hinten rübergefallen, bin ich. Wir sind zu dem Treffen gefahren, die sind nachher in dem Clubhaus geblieben. Die sind in dem Clubhaus geblieben. Naja, und wenn ich mich erstmal in Rage geredet habe, wenn ich mich in Rage geredet habe, dann bin ich früher schwer wieder rausgekommen. Das heute ist eine meiner großen Errungenschaften und das biete ich vielen an in der Veränderung, aus dieser Eskalation, bei den Eskalationsstufen nicht weiterzumachen und da auszusteigen ab einem gewissen Punkt. Das konnte ich früher nicht. Von in Rage reden bis wütend und immer mehr und dann körperlich werden und dann wirklich bis zur totalen Eskalation. Da gibt es mehrere Stufen. Eskalationsmodell könnt ihr googeln. Es ist heute eine Sache, auf die ich sehr stolz bin, dass ich diese Eskalationsstufen heute nicht mehr nehme. Zumindest, dass es nicht zur körperlichen Gewalt geht. Auch ich sage heute noch Schimpfwörter und beleidige auch mal. Ich bin auch nur aus Mensch. Ne? Ja, und die sind dann im Clubhaus halt geblieben. Ne? So, ja, so haben wir es nicht vorgestellt. Da kamst du zurück und der Präsident von denen saß so vor mir, wie so ein weißes Blatt Papier. Der war ganz blass. Ich sagte, ja, was hast du denn gedacht? Was hast du denn gedacht? Ich sage, okay, wenn ihr da jetzt nicht mitkommt, aber ihr hättet zumindest das Clubhaus hier bewachen müssen. Ich meine, ihr seid im Clubhaus geblieben. Ich sage, aber was hättet ihr jetzt gemacht, wenn jetzt hier 5 Mann das Clubhaus gestürmt hättet? Was hättet ihr denn gemacht? Hier ist der Schlüssel, hier ist noch eine Axt für die Fenster kaputt schlagen und hier ist das Motorrad von Philipp und hier ist das Motorrad von Klaus und Christian und von allen Popeye und allen möglichen und so weiter. Ja, und da war das Thema. Ich muss so sagen, das andere Treffen, das ist nicht zustande gekommen, die anderen sind nicht gekommen. Viel, viel Trara um nix. Aber nur hat mir das gezeigt. Und da war es dann die Mischung wirklich aus allem, war es dann, Leute, lasst euch nur auf was ein, wenn ihr auch die ganzen Konsequenzen tragen wollt. Ich kann euch das sagen, die Konsequenzen können halt selber Gefängnis sein. Es kann eine schwere Verletzung euch gegenüber sein, dass ihr andere schwer verletzt, dass ihr ins Polizei, Staatsanwalt, Geldstrafen, aus dem eigenen Club geworfen und so weiter. Es hat eine viel größere Tragweite, als ihr glaubt, wenn ihr euch scheiß Support raufmacht, Support-Clubs gründet und so weiter, nur weil ihr einen harten machen wollt. Man kann durchs Leben gehen ganz anders als Mann, wenn man sich um seine Familie kümmert, wenn man sich um seine Freunde kümmert, wenn man sich um seine Haustiere kümmert oder sonst irgendwas und man ein Teil der Gesellschaft ist und wenn man sagt, okay, ich engagiere mich in einem Ehrenamt, ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr, ich bin beim THW, ich trainiere eine Jugendmannschaft oder egal, es gibt 1 Million Möglichkeiten, sich zu engagieren. Das hat viel mehr mit sich gerade machen, stark zu sein, Mann sein, Frau sein, sich gerade machen. Hat es viel mehr zu tun, als wenn man durch die Gegend latscht und sagt, hier, wenn du mich anmachst, dann kommen meine 20 Leute und so weiter. Oder dass du irgendwo durch die Straße gehst und irgendwelche Leute umboxst. Mich bitte nicht boxen. Ich weiß, viele Leute finden das auch scheiße, was ich mache, wenn ich hier darüber spreche und so weiter. Gerne, gerne, gerne mich scheiße finden. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht schlagen. Da war das Kapitel Seestadtkurs sehr schnell erledigt und wir haben uns dann eigentlich vorgenommen und haben gesagt, nie wieder machen wir einen Support Club, werden wir nie wieder sowas machen. Tja, aber wie das so ist mit dem Wort nie, sollte man sagen niemals nie. Da wir da noch nicht genug draus gelernt haben aus dieser Enttäuschung, sind wir später dazu übergegangen und haben dann gesagt, nee, wir machen nicht nur einen Support Club, wir machen auch noch einen Support Motorrad Club auf.
Und da gab es dann auch die unterschiedlichsten Grabenkämpfe, Ärger untereinander, und das war schon wieder eine Entscheidung, wo ich sage, wenn ich nur drüber nachdenke, wird mir ganz, ganz übel. Also das war eine Erfahrung, brauchte ich auch mal wieder nicht. Und im Clubhaus sollte aber noch was ganz anderes ablaufen. Wir sind ja immer noch auch bei dem Thema Clubhaus, erste Party danach, und dieses Seestadtchor soll uns unterstützen und so weiter. Im Clubhaus gab es aber noch eine ganz andere Problematik, und zwar ging es ja darum, auch das Scheißding zu finanzieren. Das war finanziell trotzdem ein Akt mit Mitgliedsbeiträgen, mit Gas, mit Strom. Das hat sich hammer zusammengeleppert. Du musst Müll anmelden, dann musst du einmal im Jahr Grundsteuer bezahlen und so weiter. Ach du Scheiße, ich muss mich auch mal... So, und da muss man sich drum kümmern und das auch alles bezahlen. Das sind hohe Abbuchungen. Ich stand dafür gerade. Wir mussten uns halt überlegen, okay, wie generieren wir Geld? Nicht nur Snickers, Bounty, Mars, Carazzo, Fanta und mal eine Party und so weiter. Klar bleibt da mal Geld hängen, aber wir hatten auch Dinge zu sanieren. Wir wollten das Ding auch besser machen und so weiter. Und da kam dann jemand um die Ecke, der gesagt hat, Mensch, ich habe da doch eine Idee. Wenn ihr da Partys habt und ihr habt immer mal Leute so zu Besuch, wäre das dann nicht eine tolle Idee, dass ihr dort Daddelautomaten im Club aufstellt? Einfach hier so alte, was heißt alte? Hier so Daddelautomaten, ne? Damals noch hier mit dem Hochdrücken hier, weiß nicht, von Merkur hier, die Sonne und so weiter. Der letzte Scheiß. Spielen, letzte Scheiß. Alle, die im Internet hier Casino-Werbung noch machen, auf Twitch hat es ja verboten, Daumen hoch. Wer das macht, richtiger Bastard. Richtiger Bastard, wenn du andere Leute dazu treibst, in die Spielsucht, richtige Scheiße. Und welche Idee wir dann hatten, dass wir diese Daddelautomaten aufstellen, was das für den Club bedeutet hat und warum wir das Clubhaus nachher für Geschäfte machen genutzt haben und was das für eine scheiß Idee war. Leute, wisst ihr was? Das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank, dass ihr auf dieser Reise mit dabei seid. Dankeschön alle, die ein Prime-Abo machen, die Kanalmitgliedschaft abschließen, bei Patreon was abschließen, sind wir der beste Support bei Patreon. Dankeschön, ansonsten checkt die Links hier unter diesem Video aus. Dankeschön für den Support, dass wir diese Arbeit machen dürfen. Ansonsten meldet euch bei info@extremistlos.de, und wenn ihr mich in Real Life sehen wollt, dann wie gesagt extremistlos.de für Vortrag, Schule oder sonst irgendwas, Prävention, Gerechtigkeit und Antigewaltarbeit. Dankeschön, ich bedanke mich natürlich auch wie immer bei den Mods, bei allen Kanalmitgliedern. Danke, dass ihr auf dieser Reise so lange mit dabei seid, und ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.